Mein Name ist Dale Adams. Ich bin die Designerin von Flippin' Hair Haarverlängerungen und der Schöpfer der Flippin' Hair Marke. Hairworks haben unsere Marke und Bilder verwendet, um ihre Haarverlängerungen zu verkaufen, die Kopien von Flippin' Hair sind. Wie Sie hier sehen können, ist Ihre Broschüre eine exakte Nachbildung von unserer. Aber Sie haben unser Logo mit Ihrem und unsere Farben mit Grauen ersetzt. Sie haben die Bilder verwendet, die ich bezahlt habe, die Worte, die ich geschrieben habe und deren Übersetzung ich bezahlt habe und auch die Gestaltung der Broschüre, die ich entworfen habe, übernommen. Sie haben keine Berechtigung für irgendetwas davon. Die Rückseite sagt, gut aussehen mit dem Haar, das Sie tragen. Das ist unser Slogan, meine Idee. Es zeigt auch Bilder der Modelle, die wir angestellt und bezahlt haben. Ich habe das Design konzipiert der Verpackung und war sehr stolz darauf. Offensichtlich haben Sie auch das kopiert, allerdings in weiß. Es sagt sogar Flippin' Hair, das Original von Hairworks, was den Eindruck erweckt, dass Sie die Marke besitzen, was Sie nicht tun. Die Rückseite der Verpackung hat alle unsere Übersetzungen, allerdings verschiedene Kontaktdaten. Hier ist unser Verdrahtungsfaltblatt, das Sie aber auch kopiert haben. Wir haben ein Patent angemeldet auf diese Variante der Schleifen, die ich auf Basis eines Gürtels aus einer Jacke entworfen habe. Sie nutzen diese auch auf den Haarteilen, die eine Kopie von unseren sind. Kein Wunder, dass die Rückseite ebenfalls identisch ist. Die Haarpflegeanleitung hat ein anderes Bild auf der Vorderseite, aber es ist noch immer eines von unseren Bildern. Und so sind auch die Übersetzungen im Inneren unsere. Wir haben nicht diese Haarverlängerung gemacht. Es ist nicht in der gleichen Weise wie Flippin' Hair geschichtet. Es hat einen weißen Zettel anstelle des Flippin' Hair Zettels, den Sie hier sehen können. Bitte beachten Sie, was echt ist und was eine schlechte Fälschung ist.